Macht ihr jetzt hier die Bremer Stadtmusikanten oder was? Hallöchen und willkommen hier in ja, nichts. hier ist nichts außer dieser eine Block. Wir spielen One Block. One Block, ein kleiner Mod mit dem Sinn und Zweck, dass wir aus einem Block, also hier dieser Block, uns was Schönes bauen. Weil das größte Problem, das wir haben werden, ist, dass irgendwann Kies erscheint und Kies fällt nach unten weg. Und wenn wir dann hier auf diesem Block stehen, während der Kies generiert, naja, dann sind wir da unten. Und wir kriegen natürlich immer wieder auch Kisten. In den Kisten sind lustige Sachen drin, wie in dem Fall hier Äpfel. Und natürlich kriegen wir die Kisten dann auch. So, aber zuallererst würde ich sagen, dann machen wir uns eine Workbench. Diese Workbench setze ich gleich hier hin. Haben wir gleich nochmal eine Fläche. Und Slabs kann ich schon machen. So, dann stehe ich etwas tiefer, weil mein Ziel ist, unter diesem Block zu kommen. Und jetzt bin ich schon mal einen halben Block tiefer. Das ist schon mal ganz praktisch. So, dann weiter geht's. Wenn euch das Ganze hier gefällt, was ihr seht, dürft ihr natürlich gerne abonnieren, gerne auf die Glocke tippen, gerne die Kommentarfunktion nutzen. Es gibt 10 Phasen und die Phasen werden dann immer wieder durchschalten. Und daher werden wir auch unterschiedliche Materialien mit der Zeit einfach bekommen. Aber die ersten Phasen oder Materialien sind natürlich Holz. Dann natürlich auch Truhen. Truhen sind natürlich wichtig, weil wir werden bestimmt mal abstürzen. Das wird passieren. Und daher ist die erste Regel immer wieder quasi zwischenspeichern. Also wenn du mal aus Versehen nach unten fällst, tja, dass deine Sachen halt soweit gesichert sind. Und jede Phase hat auch ein Thema. So, ich möchte jetzt aber mal ganz kurz, damit das ein bisschen heiß ist, mal kurz hier auch ein bisschen vergrößern. Einfach, dass ich ein bisschen besser stehe. Ein Schweinchen. Ja, Hallöchen, willkommen. Mach's dir gemütlich. Einfach mal nach da hinten, würde ich sagen. Komm. Geh mal nach da hinten. Genau. Grunz mich an. But do not forget. Was soll ich nicht vergessen? Save your items and chests. Yep. Machen wir. Apropos, guck mal hier. Eichenbaumsetzling. Zack. Logs like gravel fall down. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also alles, was irgendwie, ne, Sand auch, eine Gravitation hat, wird nach unten fallen, sofern da unten drunter kein Block ist. This item might help you with that. Nice. Wir haben Wasser bekommen. Runter mit uns. Oho. Immer wieder schön. So. Perfekt. Und wir werden mal schauen, dass wir uns an den Block anschließen. Nice. Wunderbar. So soll es klappen. Das Schwein sollten wir vielleicht nicht direkt töten. Das wäre ganz praktisch. So, wir kommen hier unten. Ja, mach's dir gemütlich. Das Schöne natürlich auch an diesen Slabs ist, wenn die unten liegen, also unten liegende Slabs, haben wir natürlich auch einen gewissen Schutz vor Monstern. So, wir müssen jetzt nur schauen, dass wir uns vielleicht hier ein bisschen Wiese nach unten holen können. Dass die Wiese quasi hier übergeht. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir den Erdblock hier vielleicht noch austauschen, weil ein Großteil der Minecraft-Spielblöcke oder Baublöcke ist eher auf Steinbasis. Das heißt, du baust eigentlich, würde mal grob schätzen, 80% aller Blöcke mit einer Spitzhacke ab. Und dann ist Erde vielleicht nicht so gut, weil die ist einfach nicht so widerstandsfähig. Wenn wir natürlich dann sehr viel mit der Spitzhacke abbauen, dann bietet es sich an, dass wir hier zum Beispiel eine Workbench reinsetzen. Kommen wir mit einer Pickaxe einfach nicht so schnell durch. Wenn wir mit einer Axt drauf rumhacken, ganz klar, dann ist der Block natürlich schnell futsch. Okay, ich würde sagen, so als Grundbasis schon mal ganz nice.
Die Wiese kann nach da ausweichen. Wenn wir dann bei nächster Gelegenheit schauen, dass die rüber wächst. Und jetzt müssen wir noch schnell eine Baumfarm bauen. Dafür, ich sagen, ziehen wir jetzt einfach nochmal ein bisschen hier raus. Dann haben wir hier einfach Fläche. Und dann geben wir hier einfach zwei rein. Eins, zwei. Mit Shader ist alles ein bisschen schwieriger. Dann zeigt er die Blöcke nicht so schön an. So, und dann haben wir hier Platz und dann können wir hier schon mal unseren Baum hinsetzen, der schön wachsen kann. Fertig für ein Abenteuer? Ja, nicht so ganz. Warum? Warum fragst du? Wenn er so fragt, ne, dann. Nice. Logs und eine Fackel, sehr schön. Upgrade. Oh, erste Phase vorbei. Nice, wunderschön. Dann schauen wir mal, was die nächste Phase mit sich bringt. Ah, wir haben die erste Phase erreicht. Okay, the plains. Alles klar. Enough flowers and trees to grow here to last and lifetime. Okay. Noch ein Schweinchen. Nice. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die vielleicht irgendwie natürlich netterweise ein bisschen hier wegbekommen. So, wir können noch einen Baum setzen. Das ist ganz gut. Dann würde ich einfach hier versuchen reinzusetzen. Nice, danke. Haben wir wieder 2-2. Haben wir wieder genug Platz. Und zack. Parallel müssen wir jetzt mal schauen, wie groß machen wir diesen Bereich hier. Ein 15er Durchmesser sollte eigentlich ganz gut ausschauen. Okay, dann würde ich schauen, dass ich das jetzt irgendwie kreisrund mal aufbaue, soweit es geht. Okay, dann machen wir hier mal eine kreisrunde Fläche einfach. Und dann schauen, dass wir hier eine Fünferspitze haben. Gehen wir einen rein, gehen wir zwei raus, dann gehen wir wieder einen rein, und dann gehen wir hier auch einen raus. Und jetzt schauen wir, dass wir wieder zwei rübergehen, wieder einen rein, und wenn wir jetzt verlängern, eins, zwei, drei, vier, fünf, schaut gut aus. So, natürlich geht uns jetzt das Holz aus, aber es stört uns nicht, wir haben ja hier einen Baum. Meist wäre es natürlich vom Bildschirm und sagen, ey, du kannst dir voll Werkzeug machen. Ja, könnte ich. Aber warum? Ich schmeiße es dann wahrscheinlich eh nur in den Ofen, um es als Brennholz zu verwenden. Von daher nehme ich die Ressourcen lieber zum Bauen. Okay. Natürlich ist das Gras in der Zwischenzeit nicht gewachsen. Danke dafür. So, nun haben wir hier eine, ja, kreisrunde Fläche, von der wir dann uns schön nach oben setzen. Ich möchte gerne das hier wirklich als Space nehmen und jetzt diese Ecken hier gerne am liebsten mit Stein füllen und dann wieder quasi ein bisschen nach oben bauen, dass dieser Punkt quasi ziemlich der unterste Punkt unseres ganzen Unterfangens ist. Das heißt, unsere Baumfarmen werden auch dann mit der Zeit hier einfach verschwinden. Aber jetzt brauchen wir natürlich erstmal wieder Materialien. Das heißt, wir werden einfach schauen, dass wir einfach weiter Mats holen. Und dann schauen, in welche Richtung wir einfach gehen. Natürlich vorzugsweise, wenn wir Steine recht haben. Aber jetzt machen wir erstmal Phase 1 durch. Und schauen, was noch auf uns zukommt. Oh, Melone. Eine Go. Ja, Müll. Machen wir uns mal hier oben eine kleine Tierinsel. Müssen wir schauen, dass wir die Tiere dann natürlich da irgendwie nach oben bekommen. Das so machen, dass wir da überall ein bisschen Licht haben. In der Hoffnung, hier spawnt jetzt einfach nichts. Aber wenn wir hier stehen, dann sollten wir eigentlich Glück haben. Und jetzt brauchen wir einfach Material. Das hilft alles nichts. Zu schnell zu groß werden ohne Ausleuchten ist natürlich
Nicht der beste Weg. Ein Schaf, hier grüß dich. Mach's dir gemütlich. Ein Chicken. Ja, auch sehr schön, wie sie sich alle da hinten gleich hinstellen. Nice. Noch ein Schwein. Jetzt wird es aber langsam voll hier. Karotte. Nice, das heißt, wir können das Schwein schon mal sehr gut locken. Noch ein Schaf. Oh, jetzt kriegen wir aber hier ein Tierparadies. Noch eine Kuh. Ich glaube, wir spenden hier am Zoo. Und macht ihr jetzt hier die Bremer Stadtmusikanten oder was? Haben wir schon mal einen Großteil eingesperrt. Bei nächster Gelegenheit machen wir es auch größer. Ist kein Thema, aber aktuell ist schon mal ein Großteil einfach safe. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir irgendwann an Stein rankommen. Dankeschön. Ein Grasblock. Ja, geil. Das ist sehr schön. Den heben wir uns auf. Den können wir auf jeden Fall brauchen. Upgrade in 5, 4, 3, 2, 1. Ah, many a monster roamed through dark hollows. Phase 2, der Untergrund. So, ich hoffe, du hattest trotzdem in der ersten Folge etwas Spaß. Wir werden hier ja, uns jetzt ein bisschen darum kümmern, dass hier unser kleiner Zoo mal ein bisschen aufgeräumt wird. Sieht einfach nicht schön aus so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns durch den Untergrund klopfen. Bis dahin, wenn es dir gefallen hat, gern auf die Glocke drücken, gern abonnieren, gern einen Kommentar da lassen. Wäre super nice von dir, freue ich mich darüber. Und bis dahin, ja, tschüssi, reingehauen und tschö.